Kopf. Hey, mein Ball! Und die Penne steht Kopf. Ball, pass da! Unser Sportlehrer hat einen Rad ab. Ein ganz schlechter Jahrgang, Madame. Dieser Blindgänger. Ich mache ein Rentnerstudium. Da spare ich mir einen Haufen Ärger und mache mir einen schönen Tag. Ihr dürft nicht glauben, was man euch erzählt. Auch ein Pauker ist nicht heilig. Die können ganz schön links sein. Sie heißen bei uns der Chemiedinosaurier. Schön locker aus der Hüfte. Gesehen, noch irgendwelche Probleme? Dann seid ihr dran. Kunst kommt von Können und nicht von Wollen. Und siehst es ja Wunsch. Dieses infantile Geschmiere ist ja abscheulich. Lass dir was Geistreicheres einfallen. Euch müsste man öffentlich auspeitschen! Schulverbot wäre. Und die Penne steht Kopf. Natürlich nur für Lehrer, da sind wir sie endlich los. Was schreibe ich denn nun den Eltern? Schreiben Sie, dass er eine absolute Niete ist. Sie hätten damals lieber einen Apfel essen sollen. Das nächste Mal bist du reif fürs Krankenhaus, verstanden? Und dann legst du sie einfach flach. Was? Du bist nicht ganz dicht, das ist eine super Braut. Aber es hat doch schon geläutet. Denken Sie immer dabei an die Bienen? Nicht übel, was? Gehen Sie eigentlich immer so zielstrebig vor, mein lieber Gérard? Ja, wie ein wildes Tier. Gefallen dir meine Brüste? Sie erinnern mich an Astronomie, an Himmelskörper. Die Kunst zeigt die wahren Begierden. Jeder liebt doch seine Mutter, oder? Also, ich kenne welche, die haben eine Freundin. Und wenn Kopf. Auch und die Penne steht Kopf. Mit 10-6 bleibt man bestimmt hängen. Du kannst über Nacht bleiben. Nein, ich muss jetzt los. Schließlich habe ich morgen bei dir Unterricht. Und wenn ich unausgeschlafen bin, bist du sauer auf mich. Profs! Und die Penne steht Kopf. Das habe ich alles für Sie gemacht, diese Chaotenbraut. Wenn meine Kumpels alle sitzen bleiben, habe ich auch keine Lust mehr. Nie wieder Schule. Und die Rente ist noch nicht genehmigt. Da siehst du es mal wieder. Die wollen alle nicht mehr arbeiten.